Sie fahren seit Jahren in nahezu allen Ländern der Erde, unter allen denkbaren Bedingungen. In kalten und heißen Regionen, auf guten und schlechten Straßen. Die 15 verschiedenen Limousinen, Coupés und T-Modelle der Mercedes-Benz-Klasse vom 200D bis zum 280 TE. Begehrt und beliebt wegen ihrer Leistungsfähigkeit und Wirtschaftlichkeit. Wegen ihrer Zuverlässigkeit und ihrer Sicherheit. Wegen ihres familiengerechten Raumkomforts und ihrer vielfältigen Verwendbarkeit. Wegen ihres soliden, entlastenden Komforts. Und immer wieder wegen ihrer Spitzenposition in Zuverlässigkeit, Dauerhaltbarkeit und Wertbeständigkeit. Diese Mercedes-Benz-Eigenschaften und dieser Erfolg sind kein Zufall. Bis es mit einer neuen Baureihe so weit ist, können bis zu 7 Jahre vergehen. Jahre der Entwicklung und der Erprobung, im Großen wie im Detail. Wir müssen wissen, ob der Mensch richtig sitzt, ob er die Armaturen richtig sieht und ob er leise, also stressfrei fährt. Ohne gründliche Erprobung kein Fortschritt, kein Vorsprung, kein Erfolg. Wir probieren, ob sich die Sitzlehne störungsfrei verstellen lässt. Und das nicht einmal, sondern 22.500 Mal. Beim Wählhebel sogar 100.000 Mal. Wir sehen in jedes Motorteil hinein. Und überprüfen jeden Motor. Natürlich auch Getriebe und Automatik. Und selbstverständlich den Kraftstoffverbrauch. Wobei wir den großen Bereich der Festigkeitsprüfungen ebenso wenig vernachlässigen wie die genaueste Abstimmung von Federung und Dämpfung. Natürlich unter extremen Bedingungen. Und so lange, bis unser Standard erreicht ist. Auf den Nachweis der Unempfindlichkeit gegen Seitenwind legen wir besonderen Wert. Den gleichen Wert legen wir auf die Zuverlässigkeit der Motorleistung und der Bremsen. Die Dichtheit prüfen wir in der Regenschleuse von oben, bei der Wasserdurchfahrt von unten. Vielleicht meinen andere, jetzt sei es genug. Wir meinen das nicht. Mit Salzwasser von oben und unten wird jetzt die Korrosionsbeständigkeit getestet. Den Rost haben wir also unter Kontrolle. Aber klappt es auch beim umklappbaren Außenspiegel? Und beim Aschenbecher? Und halten die Fußmatten den Absätzen stand? Kleinigkeiten, sagen manche. Qualitätsentscheidend, sagen wir. Bei der Sicherheit allerdings werden wir kleinlich. Hier hat Mercedes-Benz seine eigene Norm. Und die liegt über der üblichen. Genau berechnete und definierte Sicherheit ist nicht genug. Die Praxis ist wichtig, der Nachweis ist entscheidend. Aufprall frontal. Aufs Heck. In die Seite. Aufs Dach. Und Überschlag. Sicherheitsnachweis erbracht, könnte man meinen. Nicht ganz. Es fehlt noch schräg von vorn. Und seitlich versetzt. Tank unbeschädigt? Ja. Türen klemmen nicht? Nein. Und noch schräg von der Seite.
Vielleicht hören andere hier auf. Wir gehen hier ins Detail. Was geschieht beim Eindrücken der Tür? Wie kann man die Insassen vor der Aufprallenergie schützen? Innenverkleidungen müssen mithelfen. Und gut gepolsterte schonen, was schlecht gepolsterte zerbrechen. Aber zurück zu den Fahrversuchen. Um die Grenzen weiter hinaus zu schieben, geht es auf der Rutschplatte hart an die Grenzen. Und mit automatischer Steuerung auch über die Grenzen hinaus. Beim Wedeltest wird vom Fahrzeug die richtige Reaktion verlangt. Beim Ausweichtest vom Fahrer. Wer meint, jetzt sei genug erprobt, der verkennt die Voraussetzungen für überlegene Fahreigenschaften. Sprunghügel, unkonventionelles Wenden und die zahllosen weiteren Tests und Versuche. Übrigens über Millionen von Kilometern. Bis es soweit ist. Natürlich noch nicht für die Produktion, sondern zuerst einmal für ein Pilotband, auf dem eingeübt wird, was später jahrelang fehlerfrei funktionieren muss. Mögen andere das für Übertreibung halten, wir halten es für die unverzichtbare Mercedes-Benz-Norm. Vielleicht dauert es deshalb bei uns etwas länger, bis ein neuer Mercedes sein Qualitätssiegel erhält. Dafür hält er dann auch länger, braucht weniger Reparaturen, bringt ein Optimum an Nutzen und hat einen deutlich höheren Wiederverkaufswert. Es gibt kein Argument gegen Qualität.